So, ich baue es auf die Schnelle mal nach. Ihr habt es im Prinzip eigentlich alles sauber. So, ich brauche eine Table. Ich brauche einen Border, damit ich sehe, wo ich gerade arbeite. Später schalte ich den ab. Ich habe oben drin meinen T-Head-Bereich. T-Head. In dem T-Head habe ich eine Reihe drin. Okay. In dem T-Head habe ich eine Reihe drin. Danke. Dort sind die Überschriften drin. TH. In dem Fall hier Monat. Dann habe ich hier Temperatur. Temperatur. Und das Ganze in Grad Celsius. So, das Gemeine ist hier vorne das Gradzeichen. Dieses Gradzeichen ist kein Standard. Also muss man das maskieren. Bedeutet also speziell setzen. Jetzt ist natürlich das Punkt, diese ganzen Maskierungszeichen weiß kein Mensch auswendig im Normalfall. Gut, man weiß ja irgendwann auswendig. Man weiß am Anfang auf jeden Fall im Normalfall nicht auswendig. Und deshalb ist es ganz geschickt, wenn man irgendwo eine Tabelle hat zum Nachschlagen, gibt es jede Menge im Internet. Oder einen gescheiten Editor hat, der einem einiges vorschlägt, was jetzt auch im Skript der Fall ist. Sobald ich hier mit dem kaufmännischen UND anfange, zeigt er mir alle Zeichen an, die ich hier reinpacken kann, die üblichen. Also Quote, Kleinerzeichen, Größerzeichen, Eurozeichen, Copyrightzeichen. Das Ganze ist das Dekretzeichen, das hier, tschups. Und dadurch bekomme ich sauber mein Gradzeichen. So, noch ein TH. Ja, nicht übertreiben. Ihr glaubt mir, dass das auch mit 3 geht. Wir haben also hier den T-Head-Bereich, wenn ich es mir anzeigen lasse. Gut, sieht soweit schon gut aus. Als nächstes kommt auf jeden Fall gleich der T-Food-Bereich. Ist einfach so. In dem T-Food-Bereich habe ich einen Table-Row drin. Ich habe die Table-Datas drin, die Zusammenfassung. Da dann was mit durchschnittlich. Durchschnittlich. Und als nächstes haben wir da die 25,0. Und jetzt haben wir als dritten Bereich hier noch, gucken, passt. Passt soweit. Im dritten Bereich haben wir einen T-Body noch. Da ein Table Row. Da zwei Table Datas. 11,4 und Quatsch, Januar. Und 14,7. Das war der Februar. Und fertig, ist die Geschichte. Wir geben hier viel Struktur mit, hat aber seine Berechtigung und je besser man es strukturiert, desto besser ist im Allgemeinen. Das ist so das Maximale an Struktur, was man einer Tabelle mitgeben kann. Und beim Ausdruck spätestens ist man dann dankbar dafür.